Erinnerst du dich an 1989, als der Frühling auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking in den Sommer blutete? Die Menschenmenge verwandelte sich in eine Welle, die Reformen verlangte und in Sprechchören Veränderungen forderte. Das Aufbegehren des Volkes gegen Korruption, die Aufrufe zur Redefreiheit, für kollektive Verantwortung und Demokratie fanden weltweites Echo. Erinnerst du dich, als die Regierung das Militär auf den Platz schickte, mit Waffen, die für den Krieg gedacht waren? Es feuerte auf seine eigenen Menschen und verwandelte den 4. Juni in einen Tag des Massakers. Erinnerst du dich an den 5. Juni, als die Panzer wieder auffuhren, über einen bezwungenen Platz des himmlischen Friedens? Ein einzelner Mann stand vor ihnen, trug nichts als Einkaufstüten und stoppte den Vormarsch der Panzer. Er wurde der Panzermann. Erinnerst du dich an den Panzermann? Als die Panzer versuchten, ihm auszuweichen, bot er ihnen die Stirn. Er wich ihnen aus, schlängelte sich um sie herum, schritt auf sie zu. Sein Vorgehen sprach für die Stimmen, die von der Staatsgewalt zum Schweigen gebracht worden waren. Wenn wir dem Panzermann Tango tanzen, folgen wir seinen Schritten. Wir markieren die Zeit. Wir tanzen ihn uns in Erinnerung. Am 4. Juni 2009, vergiss das Vergessen, tanzt den Panzermann-Tango. Nie ist Demokratie vollends errungen. Beständig muss an ihr gearbeitet werden. Sun Yat-sen.